Hallo liebe Sportfanaten, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Vereinscheck. Heute dreht sich bei uns alles um eine der gesündesten Sportarten überhaupt. Schwimmen ist nämlich heute das Thema bei uns. Tja, und bei einem der erfolgreichsten Vereine in der gesamten Schwimmszene sind wir heute zu Gast. Wir wollen euch heute nämlich die SG Neukölln etwas näher vorstellen. Schaut man in das Vereinsheim der SG Neukölln, entdeckt man Trophäen und Pokale en masse. Das liegt daran, dass viele international erfolgreiche Schwimmer und Schwimmerinnen aus den Reihen des Vereins kommen. Beispielsweise haben Weltstars wie Franziska von Almsick oder Britta Steffen bei der SG das Schwimmen erlernt. Jochen Hans ist Geschäftsführer der SG Neukölln. Jochen, was macht denn die SG Neukölln so besonders und erfolgreich? Ja, also erstmal sind wir der größte Schwimmverein in Berlin mit 4.600 Mitgliedern und wir sind ein Verein der Breite und der Spitze. Also die Spitze ist bekannt durch Britta Steffen oder Franziska von Almsick, aber wir haben auch eine sehr große Breite, zum Beispiel 600 Kinder schwimmen und spielen Wasserball hier. Wir haben auch ungefähr 3.000, die das zum reinen Hin- und Herschwimmen nutzen für die Gesundheit. Also wir sind ein sehr breit aufgestellter Verein. Und jeder kann bei der SG Neukölln in die Welt des Schwimmsports eintauchen. Mit dem Babyschwimmen geht es los, nach oben ist alles offen. Das Freibad kann von jedermann und jederzeit genutzt werden. Voraussetzung ist aber eine Mitgliedschaft bei der SG. Auf einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern ist der Verein ansässig. Wir sehen hier das Herzstück mit dem 50 Meter Becken, 25 Meter breit, 26 Grad beheizt. Und auf der anderen Seite haben wir noch die Liegewiesen, Spielplatz, Volleyball, also Beachvolleyball, ein Tartanfeld für Fußball oder Basketball haben wir da, Tischtennisplatten, Schachfeld. Also hier kann man schon den Tag verbringen. Bei der SG Neukölln steht neben dem Schwimmsport die Förderung der Gemeinschaft im Vordergrund. Nicht jeder Schwimmer wird so erfolgreich wie die Spitzenathleten der SG Neukölln. Neben einer gehörigen Portion Talent ist auch ein unbändiger Wille und frühzeitiges Training notwendig. Stefanie Backhaus war selbst einmal Junioren-Europameisterin, heute trainiert sie den Nachwuchs der SG Neukölln. Schwimmen ist eine sehr harte Sportart. Da kann man nicht erst mit 10 sagen, man will jetzt anfangen. Man braucht einfach diese Grundlagen, die man in den jungen Jahren sich arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Also, dass viele Eltern denken, immer mit 14 können sie ihr Kind noch bringen, aber das ist einfach, fängt der Leistungssport schon richtig an. Auch wenn man es beim Schwimmsport nicht bis ganz nach oben schaffen kann oder will, es lohnt sich in jedem Alter damit anzufangen. Denn Schwimmen ist eine der gesündesten Sportarten überhaupt. Der Körper wird ganzheitlich trainiert und das auf gelenkschonende Art. Also ich sage immer, die Schwimmer haben eigentlich den besten Körper, weil die werden halt am ganzen Körper ordentlich trainiert. Die haben ordentliche Arme, ordentlichen Oberkörper, ordentliche Rückmuskulatur, Beine. Nicht wie ein Kraftsportler, der einfach obenrum der Mörderkörper ist und unten gar keine Beine hat. Und deswegen Schwimmer sind so einfach, ja, gut ausgestattet mit allen Muskulaturgruppen, weil die einfach überall trainiert werden. Ja. Steffi, ich habe meine Badehose bei. Ja. Könntest du mir dann vielleicht gleich, oder gibt es die Möglichkeit, hier auch mal was auszuprobieren? Na, Logo. Okay. Ja. Ja, okay, sind bereit. Dann mache ich das gleich mal und würde sagen, wir testen das Ganze jetzt selbst mal aus. Ja, bei angenehmen 26 Grad habe ich mich jetzt mal ins Becken getraut und möchte natürlich der Frage nachgehen, welche Schwimmvariante ist dann eigentlich nun die gesündeste? Dafür habe ich jetzt die Trainerin Elif an meiner Seite. Ja, Elif. Was würdest du mir sagen, welche Variante kann ich anwenden, um gesund mich fortzubewegen? Da würde ich einfach mal sagen, die Rückenlage ist mit am gesündesten, ja, weil man da halt wunderbar auf dem Rücken liegen kann. Der Nacken wird nicht so beansprucht wie jetzt zum Beispiel beim Brustschwimmen. Ja. Und es ist neben dem Brust eigentlich mit das Leichteste für jetzt Nichtschwimmer zu lernen. Okay, dann würde ich sagen, gibst du mir einfach mal Anweisungen. Okay. Okay, wo muss ich hin? So? Einfach erstmal auf dem Rücken liegen möglichst. Ja. Möglichst gerade, Füße normal, Po an der Wasseroberfläche, aber den Kopf nach hinten. Man muss sich schon trauen, ganz auf dem Rücken, als wenn man im Bett liegen würde. Ja. Aber mit dem Loslassen, wann muss man loslassen? Eigentlich jetzt. Halt am besten versuchen, normal im Wasser zu liegen, Beine und die Arme. Das kriege ich nicht hin. Aber man muss sich halt trauen, auf dem Rücken zu liegen. Aber man muss sich fortbewegen? Ja, und die Arme.
Rückenschwimmen ist denn doch nicht ganz so meins. Ich probiere es daher lieber noch einmal mit der Einsteiger-Variante, Brustschwimmen. Und das klappt wesentlich besser. Okay, ja, das reicht. Reicht schon. Bin jedenfalls nicht abgesoffen. Auf jeden Fall, Ele, wunderbar. Hat Spaß gemacht und wir kommen jetzt mal zur Auswertung. Ja, mein Tag in Sachen Schwimmen ist heute beendet hier bei der SG Neukölln. Und was ich gesehen habe, ist, dass dieser Verein eine wirklich lange, lange Tradition hat. Hier wird wirklich jeder ausgebildet, egal ob jung und alt. Hier hat man die Möglichkeit, ein richtig guter Schwimmer zu werden. Und wenn ihr das auch machen möchtet, dann kann ich euch den Dienstag wärmstens ans Herz legen. Da ist nämlich jeden Dienstag hier immer Sichtungstraining. Und wenn ihr dann Gefallen am Schwimmen gefunden habt und hier in diesen Verein eintreten wollt, seid ihr mit einem Jahresbeitrag von 24 Euro bis 225 Euro mit dabei. Das war's heute hier von der SG Neukölln. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.